hatte dir immer erzählt, dass meine Familie nicht vom Krieg betroffen war. Das stimmt nicht. Wovon redest du? Wir haben geschlafen, als wir von ein paar deutschen Soldaten der SS gefunden wurden. Sie haben den Frauen furchtbare Dinge angetan. Unvorstellbare Dinge. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Ja, und ich denke mal von uns schöne Grüße an Chris. Vielleicht hört er das ja, auf sogar. Jeden Fall. Gute Besserung und dass du bald wieder auf dem Damm bist hier. Das wird ja noch eine Weile dauern. In der Zwischenzeit versuchen wir mal hier die Fahne hochzuhalten. Ich war letzte Woche auch ja, allein in der Sneak Preview und da hatte ich den Film The Secrets We Keep, deutscher Zusatztitel Schatten der Vergangenheit. Mit Noomi Rapace und Joel Kinnaman, die auch schon bei, ich glaube, Kind 44 hieß der, den hatten wir auch mal in der Sneak. Mhm. Oder in Russland irgend sowas ermittelt wird, da haben die schon mal zusammen gespielt. Und hier in dem Film, der beginnt so, man sieht so 50er Jahre USA-Setting, irgendwo, weiß nicht, so im Mittleren Westen oder so. Und die, ja, die fahren auch so die alten Autos und alles, ne, wie es halt so ist, ne. Und sie, die Noomi Rapace, wie heißt die? Maya heißt sie im Film. Die ist auf so einem Spielplatz mit ihrem Kind und mit einmal hört sie so ein Geräusch, was ihr irgendwie bekannt vorkommt und guckt, von wem das kam. Und sie glaubt da jemanden zu erkennen. Und ich muss jetzt mal eine kleine Spoilerwarnung voranstellen für die, die jetzt vielleicht öfters in die Sneak gehen. Ich würde vielleicht dann dieses Kapitel einfach mal überspringen. Das ist jetzt kein dramatischer Spoiler, was ich jetzt gleich sage. Im Trailer, den ich hinterher erst gesehen habe, ist es relativ frühzeitig klar, um was es geht. Und ich wusste aber gar nichts und das hat für mich den Film ein bisschen interessanter gemacht. Deswegen, also wer jetzt häufig in die Sneak geht, vielleicht mal in die Kapitelmarken gucken und einfach überspringen. Also so, ihr kommt das irgendwie bekannt vor und wie gesagt, spielt so in 50er Jahren und sie denkt dann, sie hat einen Kriegsverbrecher gesehen, denn sie stammt eigentlich aus Rumänien und ist damals geflüchtet mit ihrer Familie und da gab es so eine Nazi-Einheit, die aufgegriffen hat und schlimm misshandelt hat und vergewaltigt und ihre Schwester umgebracht hat, an der er sehr viel gelegen hat. Und da war eben dieser Typ, der hatte so einen bestimmten Pfiff drauf und hat immer so gepfiffen. Und sie konnte das gar nicht richtig sehen, weil dieser Überfall ist in der Nacht passiert. Also sie überlegt dann, oder sie ist sich sehr sicher, dass er das ist. Und ihr Mann, der ist so, was ist der eigentlich? Ist der Psychiater oder sowas? Das glaube ich sogar. Der arbeitet so, Arzt auf jeden Fall. Und der ist sich aber nicht sicher, ob sie das wirklich sicher erkannt haben kann, diesen Menschen. Und will da jetzt noch nicht die Pferde scheu machen. Sie trifft ihn dann nochmal wieder oder sie sieht ihn dann wieder und dann kidnappt sie ihn. Also sie schlägt ihn nieder, tut ihn in den Kofferraum am hellerlichten Tag, nimmt ihn mit nach Hause, packt ihn bei sich in den Keller und will halt, weil sie damals eine Erinnerungslücke hat in dieser Nacht, weil das halt so traumatisch war für sie, will sie einfach von ihm Informationen haben. Sie sagt, okay, wenn ich weiß, dass du es bist, wenn du mir sagst, was da genau passiert ist, um meine Erinnerungslücken aufzulösen, dann, ja, dann lasse ich dich frei. Ansonsten kann ich für nichts garantieren. Und ja, ihr Mann findet dann halt auch irgendwann mal den Gefangenen da unten. Und ja, das ist alles nicht so ohne, weil der will dann auch mal fliehen und macht da Rabatz. Und sie müssen den halt irgendwie da unten halten. Und darum geht es eigentlich in diesem Film. Der basiert auf einem Theaterstück eigentlich. Es gab schon mal eine Verfilmung mit Roman Polanski. Den hatte ich sogar vor längere Zeit mal gesehen. An den konnte ich mich irgendwie erinnern. Und es steht halt während des Films die ganze Zeit die Frage im Raum, war der das wirklich oder bildet sie sich das nur ein, weil da sind dann auch Fakten, werden dann bekannt über ihn, wo man dann sagt, ah nee, okay, da kann es eigentlich nicht gewesen sein. Und sie ist sich aber wahnsinnig sicher und foltert ihn da auch auf übelste Weise. Und ja, darum dreht sich es in dem Film. Das ist eigentlich der ganze Film. Dazu kommen noch ein paar Szenen, dass sie
Die Maya begibt sich auch zu der Frau von dem Typen, den sie gefangen hat, weil sie sagt sich, ja, der kann ja nicht die ganze Zeit mit dieser Lüge eine Beziehung führen. Irgendwann wird er ja seiner Frau vielleicht mal irgendwas gesagt haben und versucht dann halt, sich mit der Frau anzufreunden. Und dann eben, der ihr Mann ist natürlich verschwunden, die macht sich da Gedanken hier, was ist mit meinem Mann und so. Und versucht da halt für die Frau eine gute Freundin zu sein, obwohl sie selber ja diejenige ist, die den Mann im Keller hat. Und ja, dieses Psychospielchen, dieses ganze Drama, darum geht es in diesem Film. Und es ist jetzt, ja, ich weiß auch nicht, der Film hat es mir nicht leicht gemacht. Das ist am Anfang, es passiert halt relativ schnell, dass sie den kidnappt. Und man fragt sich erstmal, was ist da los? Und man hat eigentlich kaum so irgendwie eine Vorstellung der Figuren, um die es geht. Es geht relativ schnell los mit dem Film. Und sie handelt dann auch so, dass man sagt, naja, um Gottes Willen, also was so Facepalm-mäßig, ja, wie kann sie dann das jetzt machen, um Gottes Willen? Also geht die da zu der Frau hin von dem Typ und freundet sich da mit der an und lauter so eine Sachen und dann fesselt sie ihn nur so halbherzig, dass er irgendwie halb fliehen kann und sie muss ihn zurückholen. Und es sind sehr, sehr viele so Facepalm-Szenen drin. Und insgesamt dieses Drama oder die Geschichte des Films beschränkt sich halt wirklich nur auf dieses eine Ding. War er das nun oder war er es nicht? Und wie kommt das nur noch raus oder kommt es nicht raus? Oder wenn das war, kommt es raus? Wenn das nicht war, kommt das auch raus, dass es nicht war? Wie soll er sie überzeugen, dass er es nicht war? Und ja, sehr, sehr viel, sehr dialoglastig die ganze Zeit. Da wird sehr viel geredet und das 50er-Jahres-Setting ist ganz gut eingefangen. Aber ja, mich hat der Film nicht so richtig mitgerissen, wie man vielleicht schon aus meiner Beschreibung so ein bisschen raushört. Nein! Ich muss aber auch sagen, ich glaube, also es haben zumindest auch ein paar den Film ganz gut bewertet. Also ich gebe dem Film 4 von 10 Punkten. Es sind aber hier auch eine Person in der Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe, die hat 8 Punkte gegeben, ein paar Leute haben 7 Punkte gegeben. Also das muss dann offensichtlich bei den Leuten ja irgendwie verfangen haben. Ich fand es halt sehr langatmig und auch, das war halt so theaterhaft gespielt, weißt du, so. Okay. So richtig übertrieben teilweise und nee. Schade, oder? Weil die Story klingt grundsätzlich ganz interessant. Ja, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich den Film ja schon mal gesehen habe in der anderen Verfilmung. Ja. Das, ich wusste bloß nicht mehr, wie der andere ausgegangen ist. Deswegen habe ich gedacht, na, mal schauen, wie es nun ausgeht hier und was da nun passiert. Ich muss sagen, das Ende fand ich jetzt ein bisschen überraschend, was da so kam. Das war nochmal ganz, ganz interessant gemacht, die Auflösung. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich den Film guten Gewissens empfehlen kann. Also ich gebe ja 4 Punkte, das ist also unterm Durchschnitt. Ja, eh nicht. Aber vielleicht, wenn jemand nicht viel drüber weiß über den Film und hat ihn in der Sneak oder selbst wenn er jetzt das gehört hat, was ich erzählt habe, wie gesagt, es haben ja manche gut bewertet. Vielleicht reißt es dann doch jemand mit. Ich glaub, vielleicht. Extra reingehen musst du dafür nicht ins Kino und dann kannst du vielleicht mal auf Sky oder so. Okay, gucken. Das ist gut. Okay. Na dann, wie sieht denn der Tipp aus für morgen? Hast du da? Ja, der Tipp für die Sneak 1063 am 19.10. lautet umständlich ans Ziel. Und sind da schon Hinweise eingegangen? Ja, natürlich. Also einmal, nee, eigentlich genau genommen hast nur du getippt. Oh, schade. Ich dachte, da hat noch jemand. Du tippst zum einen auf Curveball. Ich gehe dann nicht davon aus, dass es da um Baseball geht, weil ich sehe da einen in einem Schutzanzug. Um was geht's da, Erik? Naja, also ein Curveball ist ja beim Baseball so ein Ball, der mit so einer Drehung geworfen wird, dass der quasi ja, sich dann so im letzten Moment noch so eindreht. Und ich lese mal die Geschichte vor, Curveball. Der deutsche Biowaffenexperte Arndt Wolf ist überzeugt, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen herstellt, obwohl er als Mitglied einer UN-Kontrollkommission keine Beweise finden konnte. Das Thema scheint abgeschlossen, bis ein irakischer Asylbewerber eine Aussage macht. Er behauptet, an der Herstellung von Biowaffen beteiligt gewesen zu sein. Und Wolf erhält den Auftrag, die Glaubwürdigkeit des Zeugen einzuschätzen. Ja, könnte sein. Also Curveball ist ja, wie gesagt, nicht auf direktem Weg, sondern
Umstände ans Ziel, vielleicht, deswegen. Mhm. Ja, könnte passen. Das hatte ich gleich so gedacht. Und ja, und dann hast du noch Freaky getippt. Ja, also Freaky ist ja der Film, wo Vince Vaughn Serienkiller ist und in den Körper einer, ich glaube, 17-Jährigen, die sich auf ihre Prom-Night irgendwie vorbereitet, quasi so ein, wie nennt sich das so, dieses typische... Body-Switch. Ja, genau, Body-Switch. Nein, nicht Komödie, eher Horror, Horror-Komödie vielleicht. Es gab ja Freaky Friday zum Beispiel. Mhm. Und daran lehnt sich das ja auch so ein bisschen an vom Titel her. Und ja, der Vince Vaughn, der bringt dann halt als dieses junge Mädchen halt auch Leute um, halt umständlich ans Ziel. Also perfekte Tarnung ist das ja für ihn, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich kommt wieder was ganz, ganz anderes. Wo, beim letzten Mal hat ja der Tipp gestimmt gehabt. Du warst jetzt gerade kurz weg. Okay. Ja, nee, ist alles gut. Das war's. Weitere Tipps sind nicht eingegangen. Okay. Dann kommen wir mal zu unserer Heimkino-Sneak. Heimkino. Beziehungsweise, ja doch, kann man eigentlich schon fast Sneak sagen, weil der Film ist ja eigentlich top aktuell. Der läuft ja in den USA gerade jetzt im Kino und der ist in Deutschland, gibt es den am 22.10. auf Blu-ray, also erscheint erst. Und in den USA lief der, glaube ich, Ende September im Kino. Code Ava. Willst du da mal zusammenfassen? Ja, kann ich gerne machen. Wir haben Code Ava gesehen. Jessica Chastain spielt die junge Ava. Sie ist eine professionelle Auftragskillerin und ihre Opfer sind meist hochrangige Zielpersonen. Also irgendwelche Leute aus höheren Kreisen, aus besserem Hause, die irgendwas angestellt haben und die halt umgebracht werden sollen. Eigentlich sollte man nicht wirklich Fragen stellen. Sie stellt den meisten aber immer Fragen, was immer so zu Problemen bei ihrem Chef führt, dass sie der das nicht so toll findet. Und bei einem ihrer Aufträge geht dann was gewaltig schief. Und plötzlich ist dann nicht mehr sie die Jägerin, sondern sie ist dann die Gejagte. Warum und wieso, das wird dann im Film halt noch erklärt. Zudem gibt es auch noch eine Backstory zu ihr. Also warum ist sie so, wie sie ist? Und hat sie auch noch irgendwie ein Privatleben, abgesehen davon, dass sie eben halt schon so eine Geheimagentin, Geheimkillerin ist. Und das wird im Film relativ, weiß ich nicht, relativ dünn erklärt, finde ich. Also ich finde, da hätte man noch ein bisschen weiter drauf eingehen können. Ansonsten ist es ein, finde ich, relativ actiongeladener Film. In weiteren Rollen spielt Simon, der Boss, wird gespielt von Colin Farrell. Und ihr Mentor, der ihr quasi alles beigebracht hat und so, wird gespielt von John Malkovich. Fand ich jetzt auch eine sehr gute Besetzung, muss ich sagen. Also aus allen dreien. Colin Farrell so als der Böse, schon irgendwo so ein bisschen machtgieriger Boss. Und fand ich ganz gut besetzt. Story war so ein bisschen, ich habe nicht ganz verstanden, warum sie irgendwann dann die Gejagte ist, aber so von den Szenen, von den Action-Szenen her, von den Kampfszenen her, fand ich es ziemlich, ziemlich gut. Ja. Habe ich was vergessen zu erwähnen? Nö, du hast eigentlich gut zusammengefasst, das, ja. Also sie spielte halt diese Auftragskiller und die lernen wir auch gleich so bei ihren ersten Aufträgen kennen und wir erfahren dann halt auch die Hintergrundgeschichte. Was mich da sehr gestört hat an dem Film, war, dass eben versucht wurde, da diese persönlichen Problematiken, die sie halt hat mit ihrer Familie, da liegt halt die Mutter im Krankenhaus und sie selber hatte auch mal irgendwie ein Alkoholproblem und hatte sich auch irgendwann vor Jahren irgendwie von ihrer Familie losgesagt aus verschiedenen Gründen und ja, dieses ganze Gemähre da, dass sie nun Trinkerin war und jetzt jedes Mal bestellt sie sich wieder irgendwas zu trinken und trinkt es dann doch nicht oder trinkt es vielleicht dann doch oder so. Ach, das hätte es meines Erachtens nicht gebraucht. Da mag ich ehrlich gesagt... Oder man hätte halt entweder weglassen müssen oder ein bisschen mehr den Fokus darauf legen müssen. Ja, weglassen. Hätte ich besser gefunden. Weglassen? Also ich mag gerade bei solchen... Ja, Auftragskiller, Profikiller, Sachen, da mag ich eigentlich eher so ein bisschen, wenn da eine Geradlinigkeit drin ist. So wie diese Taken-Teile hier mit Liam Neeson, weißt du, da ist nicht so,
Riesengemähre, sondern hey, da wird die Tochter entführt, okay, ich hol die da raus, ja. Oder hier, was weiß ich, hier nonstop mit Liam Neeson, mir fallen gerade nur Filme mit Liam Neeson ein. Aber das ist halt so geradliniges Zeug, da wird nicht versucht, noch irgendwo was reinzupacken, um da irgendwie noch ein bisschen Drama. Und der Regisseur, der das gemacht hat, ist ja Tate Taylor, der hat zuletzt dieses Girl on a Train gemacht und The Help. Und The Help fand ich ja ziemlich gut. Girl on a Train, ja, einmal gesehen, ganz okay gefunden, hätte man wesentlich mehr draus machen können. Und genauso sehe ich das hier auch. Also ich finde es ganz okay, man hätte durchaus mehr draus machen können. Gerade bei dem Cast, ey. Colin Farrell und ja. Auch hier die, John Malkovich. Die Mutter, wer war das? Ich komme mal. Ja, die kam mir bekannt vor, ich kenne sie. Ah, die lag ja dann eh nur im Bett rum. Und ich habe aber mittlerweile, ich habe eine Theorie ja entwickelt, wenn bestimmte Schauspieler in Nebenrollen in Filmen auftreten, zum Beispiel Sam Rockwell oder sowas, dann ist es eigentlich schon mal mindestens ein guter Film, wenn nicht sogar sehr gut oder überragend. Ja, es ist auf jeden Fall kein schlechter Film. Und genauso auch bei anderen Schauspielern. Aber jetzt habe ich genau die Gegentheorie. Wenn bestimmte Schauspieler in Filmen auftreten, sind sie eigentlich immer gerade mal durchschnittlich, wenn nicht sogar schlecht. Und das mache ich an dem Schauspieler, in Anführungszeichen Schauspieler, Command fest. Also da, wo Command, der Rapper, mitspielt. Die sind eigentlich immer irgendwie ein bisschen scheiße gewesen. Also die sind nie richtig gut. Und ich glaube, dass... Das war der Freund, ne? Der Ex-Freund von der. Ihr. Und ja, ja. Also ich hab's auch im Original geguckt, ne? Also, ach, das ist der... Also ich weiß nicht, ob sie es im Deutschen vielleicht noch ein bisschen gerettet haben, aber der hat ja manchmal... Ach, das wirkte so abgelesen bei dem oder so auswendig gelernt. Also ich hab's auf Deutsch geguckt, ich fand's jetzt nicht so schlimm. Und der konnte ja auch überhaupt nicht schauspielern. Und dass da noch wieder eine Story, dass sie ihn ja eigentlich noch liebt vielleicht oder irgendwas. Ach, das war mir dann auch alles so ein bisschen zu viel. Dann. Ich habe übrigens nachgeguckt, die Mutter wird gespielt von Gina Davis. Ja, genau, Gina Davis. Bin gerade nicht auf den Namen gekommen. Ja, sehr gut. Ja. Ja, ansonsten, ja, ey, auch coole. Ich fand auch, ich habe es ja im Original, wie gesagt, guck, da gibt es dann so eine Szene, da sind sie in so einer, bei so Deutschen. Die sprechen doch alle Deutsch, das ist voll witzig. Ja. Und sie spricht auch Deutsch. Sie spricht auch Deutsch, ja. Obwohl ihr Deutsch... Ja. Ist ein sehr amerikanisches Deutsch, was sie dann spricht, so. Wenn sie da... Also man hat sie ja wahrscheinlich irgendwie im Wortlaut aufgeschrieben, was sie sagen soll. Ja, wahrscheinlich. Ansonsten fand ich das eigentlich sehr cool, wie sie das auch gemacht hat, wenn sie die Leute umgebracht hat, dass sie da immer noch so eine... Ja, die nicht einfach so hingemeuchelt hat, rücklings, sondern... nochmal mit denen gesprochen hat oder denen auch irgendwie einen angenehmen Tod bereiten wollte, ja, dass die nicht leiden müssen oder so, hat zwar manchmal... Ja, aber das war ja genau das, was ihr Chef nicht mochte. Ja, genau, weil, ja, sie hat schon wieder mit der Zielperson geredet und so. Ja, aber das fand ich eigentlich ein interessantes Ding, dass eben ja, dass sie da nochmal quasi ihren Opfern nahe kommt, was ja normalerweise bei diesen Profikillern, die ja teilweise eher so als Sniper noch von weiter Entfernung, damit sie ja nicht zu nah an ihre Zielpersonen rankommen und vielleicht sehen, dass das ein Mensch ist mit, was weiß ich, mit Familie oder irgendwas, sondern sie ja, durchbricht halt diese Distanz und nimmt da wirklich Kontakt mit den Leuten auf, spricht mit denen und ja, das fand ich eigentlich eine coole Idee in der Geschichte, aber irgendwie war das so regiemäßig auch alles irgendwie ein bisschen seltsam und ich weiß nicht so richtig, woran es da gekrankt hat. Ich glaube, es waren wirklich diese ganzen Nebenstränge, die da noch mit aufgemacht wurden, dass sie dann noch in der Dings hier, in dieser Selbsthilfegruppe drin ist und da noch hier da mit denen redet und dann, dass der Command, der hat ja dann auch noch so ein Thema, wo sie sich drum kümmern muss und so, das war alles irgendwie ein bisschen banal. Ja, das fand ich total unnötig. Ja. Also das war komplett unnötig, ja. Oder? Diese Asiatin da noch reinzubasteln. Ich hab nicht verstanden, warum. Ja, wahrscheinlich, also der Film ging ja nur 93 Minuten und wir haben ja jetzt schon gesagt, was wir alles rausgelassen hätten, wahrscheinlich wäre dann der Film einfach viel zu kurz gewesen, da mussten sie noch irgendwas mit reinpacken. Ja, wahrscheinlich. Aber ich finde, grundsätzlich hat er mir jetzt nicht, also ich fand ihn nicht schlecht. Der war so,
Er hätte besser sein können. Aber er war jetzt auch nicht total mies. Er hätte definitiv besser sein können, fand ich. Wie viele Punkte gibst du ihm denn? Er war auch so althergebracht. Irgendwie so dieses mit diesen, ja, dass sie dann plötzlich die Gejagte ist und sowas. Hey, in wie vielen Filmen haben wir das jetzt schon gesehen? Dass irgendein. Ja, vor allem auch, ich hab die Intention dahinter nicht verstanden. Warum? Es ist ein Fehler passiert. Der Fehler war nicht mal ihr Fehler. Und trotzdem, der hat doch einfach grundsätzlich hat er was gegen sie gehabt, oder? Sie nutzen das dann halt so ein bisschen als Aufhänger, um sie dann mal aus dem Weg zu schaffen, weil die Art und Weise, wie sie vorgegangen ist, das hat ihnen ja eh schon immer missfallen. Und ja, ich glaube, weil es dann eben nicht sang- und klanglos abgegangen ist, der eine Auftrag, sondern weil da doch noch ein bisschen viel Nebengeräusche entstanden sind, deswegen wurde sie dann gejagt dann. Ja, also wer das gucken möchte, gibt es ab dem 22. Oktober auf DVD und Blu-ray. Und hier steht da digital bereits ab 6. Oktober verfügbar. Also kann man es wahrscheinlich dann bei Amazon oder so jetzt schon ausleihen, wenn man es möchte, glaube ich, oder? Prime Video 11,99 kann man es ausleihen. Ja, nee, kaufen kann man es 11,99. Steht hier, digital. Und ich gucke gerade mal, ob auf der DVD noch irgendwas steht hier was da noch drauf ist. Ja, steht kein Bonusmaterial. Ich habe auch nicht geguckt, ich habe nur den Hauptfilm geguckt. Also Code Ava mit Jessica Chastain bekommt von mir, muss ich mal kurz gucken, also ich habe dem ein bisschen weniger Punkte gegeben als The Secrets We Keep und was hatte ich da gegeben? 4 Punkte, gebe ich 3,5. Was? So schlecht? Wieso so schlecht? Ich fand den nicht besonders. Also so schlecht war er nicht. Ich fand ihn ich gebe ihm 7,5 Punkte. Ich fand den irgendwie nicht so. Schauspieler waren gut, aber irgendwie. Ja, jetzt müssen die Zuhörer entscheiden, ob sie da. Ich habe bei Letterboxd, genau, habe ich 3 Sterne für Secrets We Keep und 2,5 für Ava. Also eigentlich wäre es dann 6 Punkte für Secrets We Keep und das 5 Punkte hier. Aber gut. Ja, ich habe noch einen Film gesehen gehabt, den habe ich eine Weile vor mir hergeschoben und ich hatte den jetzt eigentlich auch schon vor einiger Zeit gesehen, aber weil wir jetzt letzte Woche nicht aufgenommen hatten, hat es noch nicht geklappt, drüber zu sprechen. Es handelt sich um den Film Der letzte schöne Tag mit Wotan Wilke Möhring als in der Hauptrolle und er spielt einen Familienvater, der hat eine Tochter, die ist schon so Teenager. Alter und einen kleinen Sohn und, nee, 12 ist es, sehe ich gerade hier, und der Kleine ist 6 und als er tagsüber bekommt er einen Anruf von seiner Frau, die spricht ihm da oder mit der redet er kurz und als er dann abends nach Hause kommt, ist sie plötzlich nicht mehr da und er weiß gar nicht, was jetzt los ist und man erfährt dann so Stück für Stück innerhalb des Films, teilweise auch so in Rückblenden wird das erzählt, dass es der Frau doch lange Zeit nicht so gut ging und die hatte so Depressionen und so weiter und es wird dann auch die Leiche gefunden der Frau, deswegen heißt es auch der letzte schöne Tag, also das war quasi der letzte Tag, wo so die Welt noch in Ordnung war, der uns am Anfang gezeigt wird und dann ist halt die Mutter der Familie weg und hat sich das Leben genommen und was das alles so bedeutet für diese ganze Familie, wo das so, was dann alles so zerstört wird und dass da die ganze Welt zusammenbricht und Wotan Wilke Möhring, der hat so eine kleine Landschaftsplanungsfirma, wie er damit klarkommt, der versucht sich da in die Arbeit zu stürzen, das funktioniert aber alles nicht so richtig und ja, seine beiden Kinder, die müssen ja auch irgendwie klarkommen und dann muss natürlich alles organisiert werden mit Trauerfeier und sonst was alles und wie dann teilweise auch unbedachte Äußerungen von Nachbarn oder von der eigenen Familie auch, was das so für Wunden wieder aufreißen kann. Es ist definitiv kein Feelgood-Film, deswegen habe ich den auch lange vor mir hergeschoben. Der Film selbst ist schon von 2011. Ich hatte mir den irgendwann mal aufgenommen gehabt, als der im normalen öffentlich-rechtlichen Fernsehen lief und hatte mich da lange nicht rangetraut, den zu schauen, aber ich folge ja Wotan Wilke Möhring auf diversen Social-Media-Kanälen und er hatte dann damals auch mal davon berichtet, von dem Film und worum es da geht und da hat es mich eigentlich sehr interessiert und
der Film hat auch eine sehr, sehr gute Presse bekommen und deswegen wollte ich den auch sehen, aber habe mich halt aufgrund der Schwere des Themas da ewig nicht rangetraut. Und ich muss sagen, ich bin jetzt froh, dass ich den Film gesehen habe. Ich werde aber nicht nochmal schauen, weil das ist echt ein sehr, sehr schweres Thema. Ist aber großartig gespielt und es ist ein Film, den man durchaus mal gesehen haben sollte. Und dem gebe ich 9 Punkte. Ja, also kann ich empfehlen. Wow. Der letzte schöne Tag, also großartig gemacht. Kein Film für mich. Ja, es ist halt so ein Thema hier mit Depressionen und so weiter. Da gab es ja auch diverse Fälle, die in Medien auch waren, wenn sich bekannte Leute das Leben genommen haben, die das hatten. Und es ist schon mal ganz gut, den Film so mal gesehen zu haben. Nee, ich kann sowas nicht angucken. Ich hatte sowas im Freundeskreis. Ich kann sowas nicht gucken. Ja, ich auch vor einigen Jahren. Das ist wie so Jahren, Krebsdramen. Deswegen, das kann ich einfach nicht mehr schauen. Deswegen hatte ich mich lange nicht rangetraut, aber ich bin trotzdem froh, dass ich ihn gesehen habe. Vielleicht hat ihn ja einer von den geschätzten Hörern oder Hörerinnen auch gesehen. Kann er mal einen Kommentar da lassen. Und dann schauen wir doch mal, ob vielleicht ein paar fröhlichere Filme jetzt anlaufen oder in den Charts sind. Kinocharts und Neustarts. Dann beginnen wir doch mal mit den Kinocharts hier in den Innenstadtkinos. Da haben wir eine 1, 2, 3, 4, eine Top 4 diese Woche, keine Top 5. Platz 4 ist Es ist zu deinem Besten, dieses Monsieur Claude Remake in Deutschland mit Jürgen Vogel, Hilmi Sözer und Heiner Lauterbach, jetzt bin ich gerade nicht auf den Namen gekommen. Mir werden irgendwie nur 2 angezeigt. Ja, dann mache ich mal weiter. Dann vielleicht geht's dann. Platz 3 ist Eine Frau mit berauschenden Talenten. Den hatten wir in der Sneak, wo Isabelle Huppert zu einer Drogendealerin wird in Paris. Platz 2 ist Jim Knopf von Die Wilde 13. Und Platz 1 ist Tenet immer noch. Hält sich wacker. Dann gucken wir mal in die Neustarts rein. Mal schauen, was da so drin ist. So, da geht's los. Neustarts ab 22.10. ist das dann. Cortex, ein Psychothriller von und mit Moritz Bleibtreu, der hier sein Regiedebüt gibt. Habe ich schon einen Trailer gesehen, gefällt mir sehr. Hätte ich gern mal das Sneak gehabt vielleicht, aber ja. Es läuft auch noch an Greenland, ein Katastrophenfilm mit Gerard Butler, in der ein Komet das Leben auf der Erde auszulöschen droht. Okay, das hat man auch noch nie im Film. Oh, okay. So, wie spricht man das jetzt auch? The Mortuary. Jeder Tod hat eine Geschichte. Horrorfilm über einen Bestatter, der auf die morbide Geschichte der Leichen auf seinem Tisch zurückblickt. Oh Gott. Ja, der lief sogar an manchen Sneaks. Ist da ganz gut angekommen. Uiuiui. Emma, nehme ich mal an. Hat nur ein M, nicht Emma. Packendes Drama über eine junge Tänzerin, die die Scherben ihres Lebens aufkehren muss. Ach Gott. Wieso kriege ich die Filme mit den komischen Namen? Kajillionär. Kajillionär? Kajillionär. Komödie um eine Schwindlerfamilie, die ihre erwachsene Tochter seit jeher zum perfekten Raub erzogen hat. Ach du gute Güte. Ja, da habe ich auch schon den Trailer gesehen, fand ich auch nett, hätte ich gerne das Sneak gehabt. Richard Jenkins, Deborah Winger, Evan Rachel Wood und so weiter dabei. Gina Rodriguez, ja. Die machen halt so kleine Trickbetrügereien und versuchen da, sich so durchzuwurscheln. Sah irgendwie ganz nett aus. Das ist eine Doku. The Beach House läuft noch an. Horrorfilm, in dem ein junges Paar im abgeschiedenen Strandurlaub von grausigen Kreaturen heimgesucht wird. Dann, was kommt noch? Mein Liebhaber, der Esel und ich. Ohne Beschreibung. Klingt aber lustig. Der Bild sieht lustig aus. Ich gucke gerade mal von Caroline Vignal mit Laurie Calamy, Benjamin Laverne. Das ist wahrscheinlich ein französischer Film. Ja, eine Romantikkomödie. Die Lehrerin Antoinette kann es kaum erwarten, mit ihrem heimlichen Liebhaber Wladimir, dem Vater einer ihrer Schülerinnen, in den Sommerurlaub zu fahren. Der hat allerdings doch keine Zeit für die traute Zweisamkeit, weil seine Frau schon einen Trekkingurlaub geplant hat, mitsamt Tochter und einem Esel, der das Gepäck tragen soll. Das will Antoinette nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Sie beschließt, der Familie zu folgen, doch das ist einfacher gesagt als getan, denn ihr Mietesel Patrick denkt gar nicht dran, nach ihrer Pfeife zu tanzen. Patrick!
So, was haben wir noch? Komm und sieh. Ein, ich nehme mal an, russischer Film. Ein Kriegsfilm / Drama über 1943, als sich die weißrussische Sowjetrepublik dem Ansturm der deutschen Streitmacht zur Wehr setzen muss. Da geht es dann um meine Familie, Familiengeschichte. So, und der Rest dann ist haben Dokus. Wir, ja. Nee, ich habe noch hier ein Drama, Die Stimme des Regenwalds. Oder ist das auch ein Dokumentarfilm? Nee, das scheint Spielfilm zu sein. Mhm. Was geht's denn da? Gucken wir mal. 1984, auf der Suche nach einer Erfahrung, die tiefer geht als die Oberflächlichkeit der modernen Welt, reist der 29-jährige Schweizer in den Dschungel von Sarawak, dem malaiischen Teil der Insel Borneo, und findet sie bei dem nomadischen Penan-Stamm. Es ist eine Begegnung, die sein Leben für immer verändert. Okay. Naja, zumindest mal läuft jetzt schon wieder ein bisschen was an, aber ja. So ein richtig, ich weiß nicht, so ein Riesenkracher war da jetzt nicht dabei. Vielleicht Greenland, nicht so wirklich. Als Actionfilm. Cortex. Ja, auch ganz interessant. Ja, die zwei höchstens. So. Und mal schauen, was hier neu fürs Heimkino erscheint. Heute ist der 18., das wäre dann der 19. Oktober. Ah, da läuft auch ein Film neu an im Heimkino auf Blu-ray U235. Den haben wir auch noch als Rezensionsdisc hier liegen. Mhm. Abtauchen, um zu überleben. Über eine Gruppe von Widerstandskämpfern, die mit einer selbstmörderischen Mission beauftragt sind. Dann gibt es noch auf Blu-ray Yummy, Uncut. Während Allison auf die OP wartet, streift Michael durch das Gebäude, Michael wahrscheinlich, in einem verlassenen Flügel findet er eine junge Frau, die gefesselt und geknebelt im Bett liegt. Okay. Oh Gott. So, das waren die Blu-ray-Sachen und wir haben heute sogar mal einen Trailer, den ich kurz vorstellen möchte, den ich dann auch verlinke. Neue Filmtrailer. Und zwar gibt es jetzt, also Konstantin Film, ich hatte es letzte Woche auch schon auf unseren Social-Media-Kanälen geteilt gehabt. Konstantin Film ist so der einzige Filmverleih, die wirklich die Kinos noch weiter unterstützen mit neuen Produktionen, die sie wirklich ins Kino bringen, teilweise sogar vorziehen, weil jetzt andere Sachen ausfallen. Also man hat ja zum Beispiel den neuen aus der Winterkartoffelknödel-Reihe, da Leberkässalat, ja. Den hat man ja vorgezogen. Und Konstantin hat ja auch schon länger an einem Film gewerkelt, nämlich Monster Hunter. Da gibt es eine sehr bekannte und sehr beliebte Spielereihe. Und da hat jetzt das Team von Resident Evil sich des Themas angenommen. Das kann man jetzt gut finden, das kann man auch schlecht finden. Auf jeden Fall, Resident Evil ist eine sehr erfolgreiche Filmreihe gewesen. Mit Mila Jovovich in der Hauptrolle. Und die nicht nur quasi im europäischen Raum abgesandt hat, sondern auch sehr stark im asiatischen Raum. Und deswegen hier Monster Hunter, der zielt auch so ein bisschen auf den asiatischen Raum, schätze ich mal, weil Tony Jaa, der Hauptdarsteller aus zum Beispiel den Ong Bak-Filmen, der wirklich wahnsinnig gut kämpfen kann und seine Stunts irgendwie fast alle selber macht, der spielt mit und eben Mila Jovovich. Und die haben jetzt Monster Hunter, das Spiel, verfilmt. Und wer das irgendwie schon mal gespielt hat oder davon gehört hat und den Trailer sieht, ja, es sieht anders aus als das Spiel. Es beginnt halt hier damit, dass irgendwelche Soldaten quasi in einen Sturm reingezogen werden, dann plötzlich in dieser Welt landen, wo plötzlich so riesige Knochen liegen und sie müssen sich dann irgendwie durchfighten. Aber irgendwie musste man ja die Darsteller da reinbringen in die Welt, ja, musste man halt irgendwas erfinden, irgendeinen Sturm oder wie bei Jumanji ein Spielebrett oder sowas, ja, damit das funktioniert. Und da hat man halt hier diesen Kniff gewählt, damit kann ich leben, weil der Trailer sieht eigentlich ziemlich atemberaubend aus. Also ich fand den sehr gut. Ich werde ihn auch mit verlinken. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt ja mal einen Kommentar da lassen, wenn ihr den Trailer gesehen habt, wie ihr es so findet, ob ihr euch drauf freut oder eher nicht. Bin ich gespannt. Auf jeden Fall startet der jetzt muss ich ein bisschen Zeit schinden, weil ich es gerade nicht vor mir habe, Anfang Dezember, glaube ich. Am 3. Dezember startet er an den deutschen Kinos. Also das ist eine richtig fette Produktion und startet noch dieses Jahr. Und ich hätte da sogar, glaube ich, gar nicht schlecht Lust reinzugehen, weil Resident Evil, in dem ersten Teil war ich auch im Kino. Und der erste war der Wahnsinn. Ja, der erste war noch frisch gut und
Ja, wer spielt noch alles mit? T.I. Harris, Megan Good, Diego Boneta, Josh Hellman, zum Beispiel aus Mad Max Fury Road, Ron Perlman spielt auch mit. Ja. Und natürlich Paul W.S. Anderson, der auch schon die anderen Resident Evil und sowas gemacht hatte. Bin ich gespannt drauf und geht da mal ins Kino, unterstützt die Kinos. Bis dahin laufen ja auch noch ein paar Sachen an, bis Dezember, aber das ist auf jeden Fall der nächste Kracher, auf den ihr euch freuen könnt. Und wie sieht's aus? Möchtest du ein Rätsel haben oder nicht? Eigentlich wäre der Wenn es nicht so schwer ist. Na komm, wir versuchen es mal. Wir probieren es mal, ja. Rätselecke. So, das Prinzip ist bekannt. Falls ihr jetzt zum ersten Mal zugeschaltet habt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei uns gibt es eine kleine Rätselecke. Normalerweise sind wir ja zu dritt, wo dann zwei Leute raten können und einer stellt die Frage oder eine stellt die Frage. Dadurch, dass wir momentan nur zu zweit sind, ist es ein bisschen anders, aber ja. Es wird ein Rätsel gestellt. Man darf sich nur mit Ja- und Ja-Nein-Fragen der Lösung nähern. Und ja, also, die Frage lautet: Was war oder was ist das Besondere an dem Film, an dem etwa 50 Jahre alten Film You're in the Army Now? Deutscher Titel war Der Schrecken der zweiten Kompanie. Ist eine, ich glaube, eine Komödie. Ich kenne den Song. Gedreht von. Ja, gedreht 1941. Aber ja, das, der Rekord, der steht bis jetzt, glaube ich, noch immer. Warum der bekannt ist. Hatte er die meisten Darsteller? Nee, aber ich lese gerade. Also inklusive Statisten. Ich lese gerade, den Rekord hält er nicht mehr, aber den Rekord hat er 50 Jahre lang gehalten, so rum. Muss ich, also ich, 50 Jahre ich wiederhole nochmal die Frage. Okay. Welchen Rekord hielt der Film You're in the Army Now, deutscher Titel, Der Schrecken der zweiten Kompanie, für etwa 50 Jahre? Okay. Also nicht die meisten Darsteller. Nicht die meisten Darsteller, inklusive Statisten. Nee, das also mit Darstellern. Nein, okay. So jetzt Zahlen. Hat es mit der Länge des Films zu tun? Nein. Hat es mit der Dauer der Produktion des Films zu tun? Nee, auch nicht. Auch nicht? Bin ich nah dran? Eigentlich nicht. Hat es was... Geht es da um einen menschlichen Rekord oder einen filmerischen? Wie meinst du jetzt menschlichen Rekord? Ja, geht es darum... Ob da drin dass einer Weitsprung gemacht hat und damit den höchsten, längsten... Ja. Jein, würde ich mal sagen. Also es waren natürlich Menschen beteiligt, weil es hat was mit der Story. Okay. Hat jemand in dem Film besonders weit geschossen? Nee. Nein. Oh Gott. Ich kenne den Film nicht, das ist das Problem. Ich weiß nicht, was die da in dem Film vielleicht Tolles gemacht haben. Ich brauche einen Hinweis. Ja, es hat auf jeden Fall was mit der Story zu tun, mit irgendwas, was in der Story passiert. Und was dann nach halt. Waren Begebenheiten oder? Nee. Was in der Story passiert und es ist ein Rekord, der 50 Jahre lang gehoben hat. Welcher Film hat das denn gebrochen? Es hat der Film gebrochen, Big Top Pee Wee im Jahre 1988. Super, den kenne ich auch nicht. Und dann nochmal 2005 wurde er nochmal erhöht, der Rekord, bei dem Film Kids in America. Deutscher Titel war von dem ersten Film war Manege frei für Pee Wee. Und Kids in America, der hieß auch Kids in America bei uns. Okay. Oh hat Gott. Übrigens Julie Bowen mitgespielt. Was könnte da jemand gemacht haben? Die meisten Zigaretten geraucht. Nee. In einem Film. Nein. Keine Ahnung. Die meisten Alkohol getrunken. Keine Ahnung. Nee, es hat was mit der Story an sich zu tun, ja. Mit der Story von dem Film.
Genau, es ist was in die meisten Worte. Die meisten Worte in einem Film. Nee. Es hat aber was was halt üblicherweise in sag mal, in vielen, vielen Filmen passiert und was halt hier besonders herausstechend war und rekordverdächtig. Ein Monolog. Ein sehr, sehr langer Monolog. Nee. Oh Gott. Ist wahrscheinlich so einfach, dass ich dann hinterher sage, ach Gott. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob es so einfach ist, aber wer spielt normalerweise in Filmen mit? Na, was haben wir da so für Rollen? Bekannte Schauspieler. Was haben wir da so für Rollen in so, ja, in so normalen Filmen, in Anführungszeichen? Na, es gibt einen Hauptdarsteller, vielleicht auch zwei Hauptdarsteller. Ja. Die den Film halt tragen. Dann gibt es Nebendarsteller. Gibt es meistens auch eine Hauptdarstellerin? Ja. Ein Hauptdarsteller. Und was kann da so alles passieren? Sexszene. Nee, 41 noch nicht. Oh. Aber es geht in die richtige Kuss. Richtung. Genau. Ah, hast es richtig gelöst. Der längste Filmkuss. Genau, der hielt für 50 Jahre lang den Rekord für den längsten Filmkuss zwischen Jane Wyman und Regis Toomey. Ja, wurde dann gebrochen von Big Top Pee Wee und dann von Kids in America, die sogar einen 6-minütigen Kuss auf der Leinwand hatten. Bisschen übertrieben. Filmkuss, wie unschuldig. Ja. Oh. 3 Minuten und 5 Sekunden. Ich hab's rausgefunden. Ja, sehr gut. Ich hab's zwar lange gebraucht, aber ich hab's rausgefunden. Gut, da bist du beim nächsten Mal dran. Dann werde ich immer das Häkchen hier rübersetzen. So. Du hast immer so gute Rätsel. Ja, na, ich weiß nicht. Wo findest du die denn immer? Keine Ahnung, so halt, wenn man irgendwie mal so Trivia, so Filmsachen liest oder so. Dann kommt halt manchmal sowas. Okay, dann gibt's jetzt noch Musiktipps und dann sind wir auch schon durch, glaube ich. Ja. Music. Mein Tipp oder meine Musikempfehlung für heute ist von Goldfrapp, Ocean, kommt im Abspann von Code Ava. Immer filmbezogen. Ich habe einen Song ausgewählt, der mir seit Monaten im Kopf rumspukt. Also ich immer wenn ich rumlaufe, irgendwie draußen unterwegs bin oder so, kommt mir immer dieser Song in den Kopf. Und zwar von Anna Nalik, Breathe. Den kennt jeder, der Grey's Anatomy auch gesehen hat. Ich weiß aber nicht, warum mir der die ganze Zeit im Kopf rumspukt. Ist ja manchmal so, wenn aber man so einen Ohrwurm hat, weiß man nicht, wo der herkommt. Vielleicht mal irgendwo gehört oder sich wieder dran erinnert oder so. Mir sagt er gerade nichts vom Titel her, aber ich höre mal rein nachher, wenn ich den unserer Spotify-Playlist hinzufüge, die ihr auch abonnieren könnt. Unter Kinocast Songs auf Spotify kriegt ihr nach jeder Sendung immer 2 neue oder 3 neue Songs dazu. So, dann sind wir eigentlich durch soweit. Sei denn, du hast noch irgendwas? Nein. Dann, wie gesagt, nochmal schöne Grüße an den Chris und gute Besserung, dass du bald wieder hier am Start bist. Vielen Dank, Kate, fürs Mitmachen. Dann, sehr, sehr gerne. Ja, bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Bis bald im Kinocast.